Shisha-Paste gibt es ja schon länger. Ich habe sie mir endlich angeguckt, die Hookah-Squeeze-Paste, ob sie was bringt und was sie eventuell bringt, schauen wir uns heute in diesem Video an. Erstmal gebe ich euch eine grobe Übersicht, was das Ganze ist. Dann reden wir kurz über die Inhaltsstoffe, was da drin ist und wie das eventuell im Vergleich zu der Konkurrenz aussieht. Dann zeige ich euch den Kopfbau, wie ihr das Ganze benutzt und was da vielleicht zu beachten ist. Und zum Abschluss kommt noch ein kleines Fazit. Fangen wir also direkt an mit den paar Infos, damit wir das aus dem Weg haben. Shisha-Paste gibt es in mehreren verschiedenen Varianten. Wir gucken uns heute aber Hookah Squeeze an, weil das alles made in Germany ist. Da habe ich mehr Vertrauen drin. Bei den anderen weiß man nicht so ganz, was drin ist. Ich bin auf jeden Fall eher bei Hookah Squeeze. Hookah Squeeze kommt in diesen Tuben mittlerweile. Das waren vorher so kleine Döschen. Die fand ich aber deutlich weniger praktisch. Jetzt haben wir 25 Gramm Tuben, die auch eine Steuerbanderole mit drauf haben. Also da auch Steuer drauf ist. Preislich liegt das Ganze bei 5,90 Euro für 25 Gramm. Jetzt denkt man sich erstmal so, 25 Gramm Tabak kosten aber nur so zwischen 3 und 5 Euro. Da ist Squeeze ja eigentlich deutlich teurer. Kann man aber nicht so vergleichen, weil die Menge an Paste, die man braucht, um einen Kopf zu bauen, deutlich niedriger ist als die Menge an Tabak, die man braucht für einen Kopf. Das heißt, aus so einer Squeeze-Paste kriegt man je nach Benutzung vielleicht sogar 25 Köpfe raus. Wenn man jetzt also Hookah Squeeze mit in den Kopf mischt und da also mehr drin ist, könnte man ja davon ausgehen, dass da auch mehr bei rauskommt. Aber es ist meiner Meinung nach kein Verstärker, was den Rauch oder sowas angeht. Also es sind dann nicht auf einmal schlecht gebaute Köpfe, trotzdem irgendwie wundervolle Rauchbomben und da kommt mega der Qualm raus. So ist es nicht, aber Hookah Squeeze ist eine sehr geile Methode, wie man noch einen weiteren Geschmack mit in den Kopf mit reinmischen kann. Ich habe gedacht, vielleicht halten dadurch auch die Köpfe länger. In meiner Benutzung muss ich aber sagen, war das nicht der Fall. Ich habe die Köpfe ganz normal trotzdem beim Hookah in Popo zum Beispiel eine Stunde 15, Stunde 20 geraucht. Dann war aber auch meine Kohle durch. Ich bin aber mal gespannt, wenn wir jetzt durch das 25 Gramm Gesetz mehr kleine Köpfe bekommen und man da Paste mit benutzt, ob das vielleicht besser funktioniert und man die wirklich ein bisschen mehr pushen kann. Weil bei mir ist aktuell nicht unbedingt der Tabak im Kopf der limitierende Faktor, sondern eher die Kohle, die oben drauf ist, die dann irgendwann einfach durch ist. Und ob da noch Tabak und Paste über ist, ist dann irrelevant. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir nicht länger rauchen können und wir zusätzlich was in unseren Kopf machen, dann geben wir eigentlich mehr für jeden einzelnen Kopf aus. Und das ist auch in der Theorie richtig. Sollte man 20 Gramm in einen Kopf machen, 10 Gramm Traube, 10 Gramm Blary und dann nochmal 1 Gramm Paste obendrauf, hat man eben auch noch zusätzlich diesen 1 Gramm Paste verbraucht. Man könnte auch sagen, man nimmt 8 Gramm Blary und 8 Gramm Traube und dann noch 4 Gramm von, sagen wir mal, wir nehmen noch Hookah Squeeze Minze mit dazu, um noch ein bisschen Minze mit reinzubringen, brauchen wir davon ja auch nochmal ein paar Gramm. Wenn man das Ganze aber durch 4 Gramm Minztabak ersetzt, haben wir also auch Minztabak verbraucht. Das heißt, so eine richtige Preis-Leistungsrechnung lässt sich ja eigentlich nicht aufstellen. Was aber das Wichtige für mich ist, in einen vollgebauten Kopf können wir so noch viel, viel mehr Flavor reinbringen und vor allem auch noch auf verschiedene Art und Weisen. Weil je nachdem, wie man Hookah Squeeze baut, entfaltet sich der Geschmack zeitlich anders, aber auch von der Intensität anders. Was man natürlich auch mit Paste machen kann, wenn man die nicht mit Tabak mischen will, ist das Ganze pur zu rauchen. Gucken wir uns auch gleich nochmal beim Kopfbau an. Ich persönlich bin halt schon ziemlich tief drinne in der Shisha-Sucht. Ich brauche mein Nikotin, ich will meinen Tabak rauchen, aber genau für solche Leute ist Paste auch gut zu mischen. Wenn ihr aber auf Nikotin verzichten wollt, wäre Paste auch eine nikotinfreie Tabakalternative, die ihr auch ganz alleine rauchen könnt. Bin ich zwar nicht der größte Freund von, aber wie gesagt, dafür stecke ich halt ein bisschen zu tief drinne. Ihr seht es ja schon hier neben mir stehen, hier sind einige Sorten. Ich habe jetzt gerade hier 20 verschiedene Hookah Squeeze Sorten, beziehungsweise habe ich sogar eine doppelt, dafür zwei nebendran. Ich habe 21 verschiedene Hookah Squeeze Sorten für euch getestet. Immer mal wieder verschiedene Konstellationen und ich habe ein paar ganz klare Favoriten, aber die kommen am Ende am Fazit. Ich habe mich auch viel mit dem lieben Max von Hookah Squeeze unterhalten. Der war nämlich im selben Airbnb wie wir, als wir in Spanien auf der Messe waren. Er hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass er gerne Traube raucht und noch zusätzlich Traubepaste dazu macht, um das Ganze nochmal geschmacklich ein bisschen zu boosten und zu verfeinern, weil er natürlich seine Traubenpaste sehr, sehr gerne raucht oder er es zum Beispiel auch beim Doppelapfel so macht. Ich persönlich muss sagen, ich habe es anders gemacht. Ich habe eher verschiedene Flavor dazu gemixt als die, die ich schon im Kopf hatte. Mit dem Blary und dem Traube, da habe ich dann zum Beispiel noch ein bisschen Kiwi-Paste drüber gemacht oder auch Maracuja-Paste. Jetzt fragt man sich natürlich, das wirkt ein bisschen komisch, da so eine Paste drüber zu machen. Also irgendwie, man weiß ja nicht so richtig, was drin ist. Bei Tabak ist das Ganze sehr, sehr offensichtlich und deswegen habe ich mich vor allem gefragt, woraus besteht denn überhaupt Hookah Squeeze?
Squeeze. Hookah Squeeze hat 4 Bestandteile. Das sind erstmal 2, die wir auch ganz normal immer im Tabak haben. Glycerin und natürlich Aromen. Irgendwas muss ja den Geschmack mit sich bringen. Allerdings haben wir bei Squeeze auch noch ein bisschen Lebensmittelfarbe mit drin. Werdet ihr gleich auch nochmal im Kopfbau sehen. Die Pasten haben immer sehr, sehr coole Farben. Das heißt, auch wenn ihr zum Beispiel für Instagram Stories, Posts oder sonst was einen besonders schönen Kopf bauen wollt, ist das auch nochmal ein kleiner Faktor, der oben drauf kommt. Das sieht schon einfach immer cool aus, wenn man einen Kopf mit Hookah Squeeze baut. Der 4. Bestandteil, der noch mit drin ist in Hookah Squeeze, ist Kieselgur. Kieselgur enthält eine Mineralmischung und das ist praktisch die Basis, die dafür benutzt wird. Und diese 4 Zutaten zusammen ergeben dann am Ende des Tages auf magische Art und Weise durch die Hand von Max die Hookah Squeeze Paste. So, wo wir jetzt grob wissen, was es kostet, was es ist und wie man es benutzen kann, würde ich sagen, reden wir nicht länger drum rum. Ich zeige euch, wie ich den und 2 weitere Varianten gebaut habe, weil da muss man auch noch ein bisschen was zu wissen. So, Hookah Squeeze Kopfbau. Was gibt es alles für Optionen? Was können wir alles machen? Und wie können wir die Paste am besten benutzen? Grundlegend gibt es 3 verschiedene Varianten, deswegen stehen hier wohl auch 3 verschiedene Köpfe. Wir können die Paste drunter machen, wir können die Paste drauf machen und wir können die Paste mit dem Tabak mischen. Zu jeder Option gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Und wir nehmen uns unsere Tube und ganz wichtig vor der Benutzung ist ein Schritt. Je länger ihr diese Paste habt, umso wichtiger wird dieser Schritt. Ihr drückt ein wenig die Luft raus. Ihr seht, bei mir ist jetzt nicht so viel Luft drinne. Und das steht auch auf diesen Tuben, dass man das machen soll. Durchkneten, durchschütteln. Das Ganze muss sich verteilen. Die Mineralien lösen sich da ein kleines bisschen ab und dann habt ihr da teilweise nicht das perfekt gemischte Produkt drinne. Vor allem, wenn ihr die Paste länger lagert, kann das vorkommen. Das heißt, durchkneten, durchschütteln, deswegen auch ganz gut, wenn man da ein bisschen die Luft rausmachen kann, dann kann man da noch ein bisschen besser durchschütteln. Aber bei mir ist oben schon Paste am Start. Option Nummer 1, die Paste unter den Tabak machen. Jetzt habt ihr gesehen, vorne war bei mir schon ein kleines Bröckchen. Deswegen ordentlich immer durchschütteln und durchkneten. Das reicht meiner Meinung nach schon. Ich verteile die dann auch nicht großartig. Vielleicht ziehe ich den Tabak dann noch mal ein bisschen durch. So haben wir am wenigsten Geschmack von der Paste beim Rauchen. So hält die Paste aber auch am längsten. Also der Geschmack von der Paste, der abgegeben wird, wird so am längsten halten. Da würde jetzt noch Tabak drauf kommen. Ganz normal, wie wir das immer so machen. Option 2 ist, wir bauen einen ganz normalen Kopf. Auf magische Art und Weise ist das Köpfchen fertig. Wir können uns wieder unsere Paste nehmen. Wir können auch zu Demonstrationszwecken noch mal eine andere Farbe nehmen. Zum Beispiel diesen hier, den Kiwi. Und das ziehe ich dann einfach einmal so hier oben drüber. So, ah, da habe ich nicht genug geschüttelt und gerührt. Wenn man die Paste mal ein paar Tage hat stehen lassen, dann sollte man das auf jeden Fall beachten. Aber das reicht mir noch nicht ganz. Das war noch ein bisschen zu wenig. So, das würde mir schon reichen, um dann noch einen netten Kiwi-Geschmack mit reinzubringen. Und gerade der Kiwi-Geschmack ist hervorragend. So, so sieht das Ganze aus. Einfach einmal so eine kleine runde Kiwi-Paste oben drauf. Man kann diesen Schritt auch machen, bevor man seinen Tabak verteilt. Na, das heißt, ihr legt den Tabak grob in den Kopf und bevor ihr dann anfangt mit eurem Poker, Gabel, was auch immer ihr benutzen möchtet, den Tabak zu verteilen, macht ihr dann schon die Paste drauf und dann wird sie noch minimal auf der Oberfläche verteilt. Das könntet ihr auch machen. Das ist die 2. Option. Die 3. Option wäre, das komplett zu mischen. Das könnt ihr in dem Kopf machen, ist allerdings ein bisschen stressig. Wenn ihr die stressfreiere, dafür aufwendigere Methode benutzen wollt, nehmt ihr euch einen Tabak und eine Schüssel, könnt dann schon mal grob abschätzen, wie viel Tabak ihr braucht für euren Kopf. Das heißt, einmal irgendwie grob hier so ein paar Gabeln reinlegen. Das muss gar nicht gut verteilt sein. Das ist vollkommen egal. Und dann könnt ihr hier das einmal voll machen. So, dann wisst ihr ungefähr grob, wie viel Tabak ihr braucht. Das gebt ihr dann in eine Schüssel rein. In diese Schüssel macht ihr dann noch eure Paste. Ich mische jetzt zum Beispiel mal Traube mit Traube. So, das sollte reichen. Und dann könnt ihr das einmal hier drinnen. Ich gebe mal noch eine kleine Gabel extra mit dazu, weil ein bisschen was bleibt ja dann immer in der Schale hängen. Und dann könnt ihr das so vermischen und dann vermischt ihr eure Paste mit eurem Tabak. Ich bin ganz ehrlich, so habe ich das nie gemacht, weil mir das einfach zu stressig ist und man dann immer noch diese Schale hat, die dann dreckig ist. Wenn ich Mehrlochköpfe rauche, ja, passiert ab und zu mal, dann mische ich tatsächlich auch so ab und zu mal den Tabak zusammen, bevor ich ihn dann rauche. Was daran aber genial ist, wenn ihr jetzt alten Tabak bei euch zu Hause habt und der ist schon sehr, sehr trocken, anstatt da einfach neutrales Glycerin dazu zu kippen, was den Geschmack sozusagen nur verdünnt, es ist wie als würdet ihr einen Saft mit Wasser verdünnen, um genau zu sein, könntet ihr auch
die passende Squeeze-Paste dazugeben, das ein bisschen verrühren und schon ist euer alter Tabak, der eigentlich zu trocken ist, um ihn noch zu rauchen, wieder rauchbereit. Also dafür kann Squeeze zum Beispiel auch sehr, sehr geil sein. Ihr könnt das so sehen wie eine Alternative zu einem Mola-Mix. Nur, dass hier eben noch echte Geschmacksstoffe drin sind. Und wenn ihr das Ganze dann gemischt habt, nehmt ihr wieder euer Köpfchen und könnt dann hier wieder ganz normal anfangen, euer Köpfchen zu bauen. Und schon sind wir damit auch fertig. Und dann haben wir hier die zwei Optionen. Es gibt natürlich noch eine weitere Option. Und zwar die, ohne Tabak zu rauchen. Dafür würdet ihr genauso anfangen, wie wir das hier getan haben. Vermutlich aber ein klein wenig mehr Paste nehmen, als das, was ich hier nur zum Mischen mit reingegeben habe. Und dann gibt es bei Squeeze oft so kleine Spachtel mit dabei. Man kann aber natürlich auch eine Gabel nehmen. Und dann verteilt ihr das hier ein bisschen im Kopf. Zugegeben, mit einer Spachtel klappt das besser. Wenn ich das so machen würde, dann würde ich hier einfach mit dem Finger durchgehen und das einmal komplett verstreichen. Das solltet ihr aber auf keinen Fall mit unglasierten Köpfen machen, weil sich das da schön festbrennt. Das heißt, das am besten nur mit glasierten Köpfen machen. Muss ich aber ganz ehrlich mit euch sein, ich finde diese Variante hier, also ohne Tabak zu rauchen, für mich persönlich absolut uninteressant. Ich brauche das Gefühl, dass mir der Tabak in einem Kopf gibt. Ich will das Nikotin, das mir der Tabak in einem Kopf gibt und deswegen ist Rauchen nur mit Paste für mich persönlich komplett uninteressant. Könnt ihr aber auch machen, wenn ihr das möchtet. Ja, und das wären grob die Varianten, wie man so einen Squeeze-Kopf bauen könnte. Ich bevorzuge tatsächlich die Variante, wo ich erst den Tabak in den Kopf lege, dann Squeeze drauf mache und dann verteile. Ist sozusagen ein kleiner Hybrid aus diesen zwei Methoden. Aber Paste oben drauf, Paste mit reingemischt, Paste unten drunter oder auch nur Paste unten drinne, geht alles. Also haben wir eigentlich sogar 4 Varianten. Jetzt wisst ihr, wie ich das Ganze gebaut habe. Ihr habt gesehen, wie ich diese 3 Köpfchen hier angemischt habe und ich rauche jetzt übrigens gerade den, wo ich die Paste oben drüber gepackt habe. Und das ist auch schon ein sehr, sehr cooler Faktor an der Hookah Squeeze Paste. Man kann sich richtig austoben, was neue Mischungen angeht, aber auch wie man diese Mischungen dann baut. Weil bei einem Tabak, okay, ihr könnt den Tabak nebeneinander machen, ihr könnt den Tabak übereinander machen und ihr könnt den Tabak verrühren. Aber so wie es bei mir und bei meinen Shisha-Freunden so ist, wird der Tabak einfach immer nebeneinander gelegt und so ist das dann. Mit der Hookah Squeeze Paste habe ich deutlich mehr rumgespielt und man kann viel, viel mehr ausprobieren, was einfach ganz neue Dimensionen in der Mixology ermöglicht. Ihr habt gesehen, was es ist, ihr habt gesehen, wie ich es gebaut habe, kommen wir zu meinem Fazit. Und da muss ich kurz erzählen, dass ich das sehr, sehr häufig auf Instagram gesehen habe, dass verschiedene Kollegen die Hookah Squeeze Paste benutzt haben. Ich habe die auch hin und wieder mal auf irgendeinem Event geraucht und ich hatte auch mal eine Tube zu Hause, aber irgendwie habe ich mich nie so richtig rein verliebt. Dann habt ihr in letzter Zeit häufiger nach der Hookah Squeeze Paste gefragt und ich dachte mir, gut, Marvin, jetzt ist wohl der Moment gekommen, wo du dich ein bisschen intensiver mit beschäftigen musst. Hab mir hier einmal so ziemlich jede Sorte bestellt, die es gibt und habe mich da die letzten Wochen ordentlich durchgetestet. Und ich kann für mich sagen, ich benutze Hookah Squeeze jetzt definitiv häufiger. Also von einem Anzweifler über einen Tester hin zu einem Fan, könnte man sagen, hat sich das bei mir entwickelt. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu Hookah Squeeze sagt. Wenn ihr schon Erfahrungen mit habt, lasst mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Jetzt abschließend noch meine Lieblingssorten. Erstmal zu den Sorten, die ich jetzt aussortiert habe. Wir haben hier die klassischen Verdächtigen, die bei Marvin direkt rausfliegen. Wassermelone, Honigmelone und Blaubeere. Alles Sorten, die ich in der Regel einfach nie gerne rauche. Dann haben wir noch Bavarian Blue. Ein sehr komischer, verrückter Blaubeere. Ja, weiß nicht. Ist wahrscheinlich die Basis. Es fällt mir super schwer, den überhaupt zu beschreiben. Dann haben wir noch Mango und Pfirsich. Die waren mir beide ein bisschen zu parfümlastig. Aber Freunde von mir haben zum Beispiel schon gesagt, die lieben den Mango. Also da wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. Also Himbeere und Pineapple waren okay, aber haben mich nicht umgehauen. Und Mintberry war ich jetzt auch nicht so der größte Freund von. Dann kommen wir zu diesen Sorten hier. Und da muss ich sagen, haben wir als erstes Cooling und Minze. Hookah Squeeze ist nicht von TPD belastet. Das heißt, wenn ihr immer eine gute Alternative braucht, um entweder eine echte Minze oder einen gescheiten Mentholkick in euren Tabak oder in euer Köpfchen mit reinzukriegen, dann sind schon mal Menthol und Minze hervorragende Alternativen. Als nächstes haben wir Kirsche. Den fand ich auch lecker, hat mich aber nicht geisteskrank umgehauen. Also war besser als die Flavor, aber im Vergleich zu den anderen Flavoren ist Kirsche noch der schwächste. Dann haben wir hier die Kooperation mit Hukain. Das ist Paste, die so schmecken soll wie der White Cake Tabak von Hukain. Und es kommt auch recht nah ran. Habe ich zum ersten Mal auf der Shisha-Messe in Spanien probiert. Sehr, sehr wilde Nummer. Wird bei mir nicht so häufig benutzt, weil ich halt relativ selten cremig rauche. Aber fast immer, wenn ich jetzt mal was Cremiges rauche, kommt ein Schuss hiervon mit dazu. Dann haben wir als nächstes den Grapefruit. Und da muss ich sagen, holy shit. Als ich ihn das erste Mal benutzt habe, habe ich viel zu viel reingemacht. Es ist auch so, dass man je nach Squeeze-Sorte von einer vielleicht ein bisschen mehr braucht,
auch, damit es intensiv schmeckt, als von einer anderen, die von Haus aus schon deutlich intensiver ist. Man kennt das ja auch von Tabaksorten, Erdbeere ist meistens nicht so intensiv wie sowas wie Traube. Aber der Grapefruit kickt richtig rein. Und das ist keine süße Grapefruit, sondern eine richtig krass saure, bittere Grapefruit. So wie eine Grapefruit halt eigentlich schmecken sollte. Und deswegen kommt er mit rein, ist aber mit Vorsicht zu genießen, Freunde. Jetzt kommen wir zu den richtig krassen Knallern. Da wäre als erstes der Traube. Sehr, sehr geile Traubensorte, die bei mir relativ selten in Benutzung ist, weil ich halt meistens schon Traubentabak benutze. Aber selbst da kann man einen Schuss von der Traubenpaste dazugeben, damit das noch deutlich intensiver wird. Und jetzt, die hier waren schon in einer Kategorie. Aber die zwei Sorten hier machen für mich nochmal eine komplett neue Kategorie auf. Maracuja und Kiwi. Ihr wisst ja schon, dass ich Kiwi-Tabak absolut liebe und auch die Kiwi-Paste ist geisteskrank gut. Und das war auch übrigens die erste, die bei mir leer war. Und dann noch Maracuja ist auch schon wieder fast leer. Ich kann für mich sagen, die zwei werden bei mir auf jeden Fall sehr, sehr häufig weiterhin bei mir am Laufen sein. Das war mein Video zu der Hookah Squeeze Paste. Ich bin gespannt, was ihr mir in den Kommentaren schreibt, wie ihr das Ganze findet. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure Shisha-WG.